Meine Motivation zu Imkern ist eigentlich unser Garten. Ich lebe so gut es geht nachhaltig und habe mich am Anfang mit naturnaher Gärtnerei und mit Permakultur beschäftigt, weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Mein Name ist Josie Denbrock. Ich arbeite bei der Helaba in der Abteilung Vorstandsstab. Das ist im Bereich Konzernsteuerung. Ich imkere ja hier im ganz kleinen Rahmen. Ich habe 5 Völker bei mir aktuell im Garten stehen und möchte es auch bei diesen 5 Völkern belassen. Die Bienen lernen mir vor allem viel Ruhe. Die Bienen bringen mir Achtsamkeit bei, weil es sind so sensible Tiere, die auf alle möglichen Faktoren reagieren. Also wenn ich eine Biene wäre, dann wäre ich wahrscheinlich eine Arbeiterin, weil das ist einfach ein sehr, sehr vielfältiger Job. Also sei es natürlich den Honig zu sammeln, aber sie kümmern sich auch um die Brut und sie bewachen den Stock, sie tragen den Honig ein. Es ist einfach ein Job, der niemals gleich bleibt und immer wieder wechselt. Und das wäre, glaube ich, genau das Richtige für mich. Ich wollte eigentlich niemals bei einer Bank arbeiten und dann bin ich mal zum ersten Bewerbungsgespräch gegangen und danach habe ich inständig gehofft, dass mich die Helaba nimmt, weil es war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Meine persönlichen Werte sind vor allem Respekt, Vertrauen, Nachhaltigkeit und auch Kreativität. Natürlich finde ich diese Werte auch in meinem Arbeitsalltag wieder. Unser ganzes kollegiales Miteinander basiert auf Vertrauen und Respekt. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit macht ja die Helaba momentan Riesenschritte. Wir haben das Projekt Helaba Sustained, wo wir nicht nur auf unsere Produkte schauen, wie nachhaltig ist unser Produktportfolio, sondern auch nach innen gerichtet, wie nachhaltig agieren wir als Bank. Also es geht gerade immer mehr mit noch größeren Schritten voran. Natürlich lasse ich die Kollegen auch gern mal vom Honig probieren. Als ich jetzt im Sommer in den Urlaub gefahren bin, habe ich dann meinen Kollegen direkt nach der Ernte ein kleines Glas Honig mitgebracht, um ihnen meine Abwesenheit ein bisschen zu versüßen. Der Honig ist natürlich ein super Add-on. Nichtsdestotrotz sollte natürlich das Tier und die Verantwortung, die man für das Tier hat, im Mittelpunkt stehen.